Hallo zusammen, in letzter Zeit häufen sich die Wünsche und Anregungen von euch, dass ich mich mal mit dem Thema Null und Nulluwer beschäftigen möge. Hier könnt ihr es zum Beispiel sehen, Chris hat es sich gewünscht vor 3 Wochen. Hallo Daniel, kannst du ein Video machen als Gegenspieler beim Nulluwer? Ich habe nochmal nachgefasst, um es um irgendwas Bestimmtes, irgendwas ganz Konkretes ging. Aber es ging ganz allgemein darum, wie man dann den Partner gekonnt in Szene setzt und wie man da quasi, denke ich jetzt nochmal, die Lücken findet, Abwürfe generiert und so weiter und so fort. Das also das eine. Und dann habe ich hier noch eine Verteilung eingereicht bekommen. Ich schiebe das hier mal ein bisschen hoch. Ja, könnt ihr auch sehen. Erstmal, es gibt noch andere Kartenblätter auf der Welt. Eigentlich eine ganz charmante Geschichte, so ein bisschen abgesetzt. Es ist wohl auch eher das französische als das deutsche Blatt, aber doch ein wenig anders. Es spielt hier eine Münze mit, das markiert den Vorhandspieler und dazu bekam ich die Geschichte von Daniel geschickt, der jetzt ja, mich fragte, ob ich vielleicht da auch mal zu seinem Nulluwer mich ein wenig äußern kann. So, wenn das also so massiv oder so sehr gewünscht ist, dann tue ich das. Ich habe auch interessanterweise gerade noch die eine oder andere Nulluwer-Anekdote parat. Der Hartmut hat mir demletzt mal wieder eine geschickt. Ich selber bin auch gerade über ein interessantes Spiel gestolpert. Also dachte ich mir, mache ich einfach die nächsten Wochen mal ein wenig Geschichten und How-To rund um Null und Nulluwer. So, gucken wir uns also heute die gewünschte und eingereichte Partie an. Spieler in Vorhand hatte nichts. Besagter Daniel saß in Mittelhand und hat mit dem Blatt natürlich ursprünglich gar nicht auf Null gereiht, sondern mutmaßlich eher auf Kreuz. Bekam aus Hinterhand interessanterweise nur eine 20er-Gegenreizung. Also wenn ich mir diese Karte angucke, hätte ich gedacht, damit sollte man wohl eher Herz Hand bis 30 reizen. Vielleicht dann sogar auf Grang mit 5 Vollen und einem Buben, weil man gerade sich eben keinen Nulluwer anschauen mag. Aber hier im vorliegenden Fall wurde tatsächlich eben nur 20 geboten. Mittelhand kam ran und fand jetzt die Herz 7 und die Kreuz 9 und damit ja dann zu Recht umdisponiert auf 0 mit Herz Bube im Keller und der Herz Dame. Und wenn wir uns das jetzt eben so anschauen, dann bleibt hier als einzige Schwäche bei diesem Null, der jetzt als Nulluwer sogar hingelegt wurde, die Pik 8. So, und mit nur einer Pik 8 im Blatt sollte man denken, dass man da doch ganz gut eben auch einen Nulluwer spielen kann. Und sicher ist unstrittig, in Vorhand wäre das überhaupt kein Problem. In Vorhand kann man das meistens sogar machen, wenn man sogar ein oder zwei von der Farbe gedrückt hat, weil man dann nur verliert, wenn alle fehlenden Karten in einer Hand sitzen. Und selbst wenn das eben zwei gedrückte sind, müssten noch 5 Karten in einer Hand sitzen. In dem Fall müssten sogar alle 7 Pik in einer Hand sitzen, dass man das Spiel verliert, wenn man mit der Pik 8 eben aufschlagen darf. Warum eigentlich vielleicht jetzt nochmal kurze Anmerkung für die, die mit Nulluwer oder Null noch gar nicht jetzt so vertraut sind. Warum ist eigentlich so eine Farblänge mit dem Kreuz Ass überhaupt kein Problem, obwohl das Kreuz Ass natürlich die höchste Karte in der Farbe Kreuz ist, weil es entsprechend genug kleine Karten gibt, mit denen immer untergeblieben werden kann. Also 7, 9 Bauer, sagt der Merksatz, stehen wie eine Mauer. Unter der 8 bleibt die 7, unter der 10 bleibt die 9, unter der Dame bleibt der Bube, deswegen auch der König stellt dann kein Problem dar. Das Ass kann erst recht nicht mehr angegriffen werden, denn wenn 5 Kreuzen da sind, kann überhaupt nur dreimal Kreuz vorgespielt werden. So, warum ist die Pik 8 jetzt hier natürlich in Mittelhand trotz alledem ein gewisses Risiko? Weil es eben möglich ist, für die Gegenspieler Abwürfe zu generieren. Also grundsätzlich ist die Pik-Verteilung erstmal 4 zu 3, also ganz normal, ganz ausgeglichen. Das heißt, wenn die Pik 7 direkt gespielt wird, muss der Mitspieler dann mit einem hohen Pik übernehmen. Das wird nichts. Also ist es im Gegenspiel beim Nulluwer erste Aufgabe natürlich, die Lücke überhaupt zu identifizieren. In dem Fall gut. Baustein Karo dicht, Baustein Herz dicht, Baustein Kreuz dicht, also ist es die Pik 8. Und im zweiten Moment zu gucken, ob diese Pik 8 angegriffen werden kann, kann sie natürlich nur mit der 7. Also muss der Spieler, der die 7 nicht hat, alle seine Piken loswerden. Da kann man einmal durchzählen, wie viel hat er denn? Okay, es sind hier 4. Und jetzt stellt sich ihm die Frage, gibt es genug Möglichkeiten in den anderen Farben Abwürfe zu erzeugen? Und da bietet es sich hier natürlich sofort an zu sehen, Kreuz erlaubt 3 Abwürfe, denn hier sind 3 Kreuz, da sind 5 Kreuz und das kann der Spieler hier natürlich auch sehen. Das 8
Karten in jeder Farbe draußen sind, das muss er einfach wissen. Wenn er dann 3 Kreuz hält und der Alleinspieler 5, dann hat sein Partner gar keinen. Also kann er auf Kreuz 3 Abwürfe generieren. Das allerdings hätte in dem Fall noch nicht gereicht, weil eben kein Pik gedrückt ist. Das heißt, es muss noch eine vierte Abwurfkarte gefunden werden. Und auch da ist es gar nicht so schwer zu sehen. In Karo hat der Gegenspieler hier 3, der Alleinspieler auch. Logischerweise hat sein Partner nur 2 und kann also auch in Karo abwerfen. Also geht die Fahrt natürlich los, in Kreuz idealerweise. Und der Partner sollte vielleicht sehen, dass er eben auch in Karo noch einen Abwurf hat. Und um seinem Partner jetzt nicht ein falsches Signal zu geben, sollte er idealerweise nicht anfangen, hier die Pik direkt abzuwerfen. Denn dann könnte es gerade mit einem etwas nicht so versierten Partner in Vorhand dazu kommen, dass nachdem er jetzt auf Kreuz dreimal abgeworfen hat, dass dann schon die Pik 7 kommt. Er sollte seinem Partner auch das ganz klar signalisieren, dass er noch den weiteren Abwurf braucht, den vierten, indem er direkt mit Karo anfängt. Also Karo Ass ist die ideale Abwurfkarte im ersten Stich, Kreuz 10 hinterher, oder sagen wir eine beliebige Kreuz hinterher, wieder bedient, Karo König wird abgeworfen. Und jetzt kann auf die nächsten 4 Stiche eben nacheinander alle Pik in aller Seelenruhe abgeworfen werden. Auch von oben. Das ist also jetzt hier natürlich kein Hexenwerk. Ich zeige das jetzt natürlich dann trotzdem noch einmal, damit ihr seht, wie das dann abläuft, damit das Video hier seine Vollständigkeit bekommt. Und jetzt muss der Spieler natürlich hier auf Karo wechseln. Aber bei Karo bleiben, noch einen Pik einsammeln und er kann ein letztes Mal Karo spielen. Es gibt den nächsten Abwurf und dann ist das Spiel in dem Fall jetzt hier kurz vor Schluss, das heißt im siebten Stich tot. Und Daniel schrieb mir, dass er doch bang überrascht war, dass so ein gutes Spiel verloren wird. Und ja, da kann ich dann nur sagen, ist vielleicht dann doch auch noch ein bisschen mangelnde Erfahrung. Also wenn du 20 Jahre im Skatgeschäft bist, dann hast du es oft genug erlebt, dass so ein Nullouvert mit einer blanken 8 verloren wird. Das ist natürlich nicht schön. Es können die Farben logischerweise auch ein bisschen gleichmäßig verteilt sein. Häufig ist dann gar keine Gefahr. Ja, im letzten Rocket-Video hatte ich auch ein Nullouvert hingelegt. Da hatte ich eine blanke 8 im Blatt. Die habe ich also deutlich riskanter eingeschätzt als etwa ein Ass zu 4, so was wie 7, 8, 9 Ass. Da müssten die Fehlkarten ja 4 zu 0 verteilt sein. Aufgrund dieser Abwürfe ist es eben ja schwerer, sage ich mal, das zu verhindern. Ist auch ein bisschen schwerer zu kalkulieren. Aber das kann natürlich schnell passieren und ich denke, hier so ein relativ einfaches Beispiel zeigt auch, dass es da im Gegenspiel doch darauf ankommt, sich gegenseitig eben so ein bisschen auch zu helfen, gerade in der Reihenfolge, wie dann hier die Karten abgeworfen werden, idealerweise. Denn das ist eigentlich interessant, obwohl Nullouvert ja ein offenes Spiel ist, man also sagen könnte, da kann doch eigentlich nichts schief gehen, erlebe ich es ja nun wirklich ständig und das geht euch sicher auch so, dass da Nullouverts, die eigentlich verloren werden können, trotzdem durch eine Unkonzentriertheit oder durch Hektik, durch eine hastet ausgespielte Karte dann doch gewonnen werden. Also, danke Daniel für dieses Beispiel. Ich hoffe, ihr habt euch nicht gelangweilt. Schreibt mir gerne mal dazu, ob euch diese Null-Nullouvert-Themen auch interessieren. Und wenn ihr mögt, schickt mir gerne auch eure Verteilungen oder eure kurioseste Nullouvert- oder Nullgeschichte an daniel@skatinsel.de. Dann kann ich mal schauen, ob sich da in den nächsten Wochen noch weiteres Material für die Nullsaga quasi finden lässt. Ich wünsche euch noch einen schönen Restfreitag. Bleibt beim Skat am Ball. Schönes Wochenende. Bis bald.